Wir alle haben geschworen, mit der Außenwelt keinen Kontakt mehr zu haben, außer in dieser besonderen Nacht. Wer uns sucht, so wie du, soll uns auch willkommen sein. Wir haben erkannt, wie man in die Herzen der Menschen blickt und wissen, wem wir uns offenbaren können. Draxil ist wohl der mächtigste in diesem Reich. Ein Feuerdrache, mystisch und weise. Wenn einer der unseren seinen Schwur bricht, wird er von ihm gerichtet. Siehst du da hinten den hellen Lichtschein? Dort ist unser Ziel. Es wird Zeit. Draxil erwartet uns. Draxil, der Feuerdrache, der ihr gegenüber am Boden kauerte, bot einen gewaltigen Anblick. Leibhaftig vor einem zu stehen, war wirklich furchteinflößend. Sein massiger Körper glänzte rötlich im Feuerschein. Sei gegrüßt, Menschenkind, Elena. Mein Name ist Draxil, der Älteste des Drachengeschlechtes. Wie ich sehe, hat dich Sammler wohlbehalten zu uns geführt. Du hast an diesem Ort nichts zu befürchten. Kratwig sprang auf sein Pferd und ritt ihm entgegen. Als die beiden sich gegenüberstanden, sprach der Seelenfänger: Nun, Kratwig, glaubst du wirklich, dass du mich mit deinem jämmerlichen Haufen besiegen kannst? Warum beugst du dich nicht einfach meinem Willen? Ich achte Mut, aber was du vorhast, ist eine Dummheit. Ergebe dich, und ich werde mir überlegen, wie du mir zu Diensten sein kannst, ohne deinen Kopf zu verlieren. Ja. Kratwig ließ seinen Blick über die feindlichen Truppen schweifen. Es waren Tausende, die nur darauf warteten, ihn und seine Getreuen.